Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sprechen wir über den Satz, ich bin eine Oligarchin. Es gibt offenbar wenige Sorten von Menschen, die so gutgläubig sind wie Politiker. Aber trotzdem, stellen wir uns vor, eine junge russische Frau sagt unserem Präsidenten Ueli Maurer, ich bin eine Oligarchin. Ich kaufe den Tagesanzeiger und ich kaufe die NZZ. Ich trete sogar dem Freisinn bei, damit ich die NZZ kaufen kann. Und dann will ich aber, dass sie russische Kampfflugzeuge kaufen von der Schweiz aus und nichts anderes. Nun ja, es ist so doof, dass man sich fragen kann, fällt irgendjemand auf so einen Blödsinn rein? Die Antwort ist ein klares Ja. Wir wissen, dass nach einer Saufrunde in Ibiza der österreichische Vizekanzler auf so etwas reingefallen ist. Wir wissen nicht, ob wirklich ernstlich oder mehr einfach als Geblödel in einer Saufrunde. Aber diese Saufrunde und diese idiotische Falle hat schließlich dazu geführt, dass der Vizekanzler zurücktreten musste, freiwillig aber doch musste, und die ganze österreichische Regierung praktisch auseinandergefallen ist. Wir wissen nicht, wer genau das angezettelt hat. Nehmen wir an, es war eine Falle. Irgendjemand hat die Falle natürlich gestellt. Dass es jemand als Falle aufgebaut hat, ist völlig eindeutig. Und was war das Ziel dieser Falle? Das Ziel dieser Falle war natürlich, den Herrn, der vielleicht zu etwas unbedachten Äußerungen in Saufrunden neigt, dazu zu bewegen, etwas völlig Idiotisches zu sagen, mit dem man ihn abschießen kann. Wer hat hieran ein Interesse? Wir wissen es nicht genau. Sicher kommen Medien in Frage, sicher kommen politische Gegner in Frage. Aber eine Frage wurde im ganzen Bereich eigentlich nie richtig gestellt. Der Spiegel hat es meines Wissens als erstes publiziert. Der Spiegel hat also heimlich aufgenommene Vorgänge publiziert, heimlich aufgenommene Gespräche publiziert. Das ist an sich strafbar. Nun kann man sich fragen, ist das gerechtfertigt durch höheres Interesse des Staatsschutzes und Ähnliches? Aber soll es nun Mode werden, dass man jeden Politiker in irgendeiner fröhlichen Runde aufnimmt, jeden Blödsinn, den er sagt, aufnimmt, das dann völlig problemlos in die Zeitungen bringen kann und das zum Auseinanderfallen von Regierungen führt? Hier sind viele Fragen, die einer genaueren Behandlung bedürften. Auch die Frage, wo ist die Grenze? Wo sollen Medien publizieren? Wo sollen sie nicht publizieren? Wann ist ein höheres Interesse da, das das Geheimhaltungsinteresse an privaten Gesprächen und privaten Abläufen massiv überschreitet? Wir sollten die Sache nicht so leicht nehmen. Es sind viele sehr wesentliche Fragen. Ich danke euch fürs Zuhören.